Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein XXXL Unboxing der My Little Boxen und zwar von mehreren. Und wenn ihr wissen wollt, was ich so alles von My Little Box bekommen habe, ich habe das natürlich selber wieder bezahlt, ne? Natürlich alles, wie alles hier, was ihr hier seht. Wenn ihr wissen wollt, was ich Schönes bekommen habe, dann bleibt doch dran. So Leute, da sind wir beim Video. Disclaimer vorab. Ich hatte ja vor einigen Jahren oder vor einiger Zeit schon mal die My Little Box abonniert und war ja immer begeistert. Und ich musste sie ja dann, manchmal ist es einfach so, dann fehlt auch jeder Groschen. Da muss ich ja leider mein Abo beenden. Und ich hatte mir die ganze Zeit überlegt, sollst du nicht wieder, sollst du nicht wieder. Und wie viele von euch ja im Dezember die tolle Box gesehen haben. Ja, ich war hin und weg. Und dann gab es zu Dezember ein ganz, ganz tolles Angebot. Das heißt, man hat die Novemberbox, die Dezemberbox bekommen, hat dann einen Rabatt bekommen und ist dann quasi mit der Januarbox dann wieder ganz normal gestartet. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, Mach dir das. Ja, ich hab's gemacht. So, und als allererstes, ich habe euch ja auf Instagram gefragt. Da dürft ihr mir natürlich auch gerne folgen. Da gibt es auch ein sogenanntes kostenloses Abo. Da habe ich euch ja gefragt, ob ich euch trotzdem die Novemberbox und die Dezemberbox kurz zeigen soll. Und ihr habt alle mit Ja gestimmt. Also es waren ganz wenige, die mit Nein gestimmt haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch nicht nur die aktuelle Februarbox, sondern auch die anderen. So, im November hieß es nämlich Winterlichter. Da gab es dieses mich schöne Layout. Und ich finde, wie gesagt, die Illustrationen sind echt immer am schönsten. Und ich finde, so eine Meidelbox gibt einem immer das Gefühl, etwas Besonderes zu haben. Und das ist was, was ich total immer liebe. Die gibt einem wirklich immer ein sehr, sehr geiles, sehr gutes Gefühl. So, dann gab es wieder in der Pappverpackung gab es so einen Aufkleber. Den klebe ich mir dann immer in der Box, in den Deckel rein, damit ich den dann auch haben kann. Do not disturb Winterschlaf. Total cool. So, und dann zeige ich euch mal, was es da Schönes gab. Ja, ich muss ja wirklich sagen, ich war hin und weg, als ich das Produkt gesehen habe. Ja, nämlich dieses hier. Das ist sowas von putzig. Das ist nämlich gerade, ja, es stimmt immer noch draußen. Wir haben gerade diesen Sturm Sabine. Deswegen, Leute, es kann auch von der Helligkeit immer unterschiedlich ein bisschen werden, aber ihr seht, ich brauche nur meine Ringleuchte. Ja. Ja, dieses kleine Schätzelein, das ist ideal für uns Frauen. Es ist total putzig. Es ist eine Wärmflasche, Leute. Ist die nicht süß? Ich finde, so eine Idee muss man erstmal haben. Und ich finde, alleine dafür verdient My Little Box wirklich die Höchstpunktzahl. Ich finde das so süß. Ich finde das so putzig. Theoretisch könnte man sich das auch voll machen und dann vielleicht auch mal mitnehmen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Finde ich gar nicht so verkehrt. Oder auch so, wenn ihr spazieren geht oder so, ne? Oder wenn ihr einen Hund habt zum Beispiel. Why not, ne? Dann war natürlich zu den Winterlichtern das Passende dabei. Das mache ich dann mal hier auf. Das ist mit hier so ein Gummi. Ach, das ist total schön. Das sind so schöne Verpackungen. Das ist echt mal herrlich. So, das ist ja auch gut eingepackt gewesen. Das ist nämlich ein kleines Teelicht und da drin ist nämlich auch eine ganz kleine, da passt aber auch ein ganz normales Teelicht rein. Oh, das sieht echt gut aus, die Sonne kommt halbwegs raus. Yeah, sie kommt raus. Wup, wup. Endlich. Ich finde das so putzig und so dekorativ. Ich werde das auf meine Fensterbank stellen. Das wird auf jeden Fall ihren Platz bekommen. Das auf jeden Fall.
Das packe ich mal hier so rein. Ich finde alleine diese Verpackung. Fällt euch das eigentlich auch so schwer, solche Verpackungen wegzuschmeißen? Mir total. Mir blutet förmlich das Herz. Aber ja, man kann ja nicht so viel damit anfangen. Außer man will das Ganze vielleicht verschenken. Dann macht das auf jeden Fall einen Sinn. So, und dann gab es natürlich mal wieder so ein Kärtchen. Das gibt es ja eigentlich immer. So, jetzt muss ich das hier mal rausholen. Und das sind echt so Karten, die ich eigentlich immer versuche aufzuheben. Cold Night, Warm Home. Ist das nicht süß? Und ich finde, das sind so Karten, da kann man sich auch einen kleinen Rahmen kaufen und das so an seinen Schminkplatz hinpacken. Und vor allem, das kann man für die kalte Jahreszeit wieder im Ende des Jahres auch wieder nehmen dementsprechend. Und ich finde, so ist echt immer eine ganz, ganz tolle Idee. Ihr merkt, ich bin immer wieder am Schwärmen. So, und dann kam dieses kleine Säckchen. Das ist diesmal so ein flauschiges Säckchen. Da sind ja oft mal so Leinsäckchen auch drin, die ich auch schon verschenkt habe teilweise. Aber manche habe ich auch behalten. Und das finde ich besonders schön, weil das schön kuschelig ist. Und das ist ja was, was ich extrem mag. Und wenn man das Ganze aufmacht, kommt schon ein Produkt raus. Und zwar von der My Little Beauty Reihe. Es wird wirklich Zeit, Leute. Ich appelliere an das My Little Box Team. Es muss auch für Deutschland verfügbar sein. Ihr müsst nach Deutschland shippen. Es wird echt Zeit. Was haben wir denn hier eigentlich? Da muss ich mal schauen. Was war das denn überhaupt? Düpp, 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 düpp. Es kann sich nur um Stunden handeln. Steht hier was drauf? Während du die Glut entfachst, wickelt sich die Hitze liebevoll um den Finger. Keine Glut in Sicht. Hüll dich in unseren beschützende Wintercreme und beruhigende Hafermilch. Und regenerierte Vanille. Keine Angst vor Hitzewallungen. Die Creme ist so zart und weich, dass sie auch für empfindliche Haut geeignet ist. Kein Wunder, denn sie ist 97% natürlichen Ursprungs. Das ist toll. Eine Wintercreme. So, dann packe ich das mal hier rein. Und der Kracher überhaupt. Also meine Lipbox arbeitet ja immer jeden Monat mit einer bestimmten Marke zusammen. Mit einer bestimmten Brand. Und im November war es Clinique. Clinique. Also ich muss echt sagen, ich habe mir so wenig von Clinique gegönnt. Was ich auch euch auf jeden Fall empfehlen kann, die Lippenstifte. Die Lippenstifte sind echt ein Hammer, ein Träumchen, muss ich wirklich sagen. Da ist dann, und das finde ich total super, da so kann man auch mal die Produkte testen. Da ist ja einmal ein Take the Day Off, das ist ein Lash on Lips, das ist so ein wie so ein Make-up Remover, glaube ich, ne? So, jetzt muss ich, genau, ein Make-up Entferner für Augen und Lippen. Der sieht dann so aus, wahrscheinlich ihr als Klinik-Fans werdet das wahrscheinlich kennen. So, da ist dann eine wunderbare kleine Mascara dabei in Schwarz. Können auch mal kurz. Habe ich irgendwas? So, jetzt ist es aber weg. Kann ich euch auch mal das Böschen zeigen? Also, das ist so ein ganz reguläres Böschen. So, diese Faserbürstchen, diese nicht Fasernbürstchen. Ach, wie nennt man das? So ganz weiche Borsten sind das. Also ich finde, das ist also die ganz klassische Form, die es auch schon immer gab. Und dann noch in klein, All About Eyes, eine Augencreme. Ja, würde ich auf jeden Fall super gerne testen. Wenn ihr, da kann ich euch einen Tipp geben, ich kann euch auch seinen Instagram-Account mal hier verlinken. Der liebe Sven arbeitet, der ist nämlich Skin-Experte. Und der arbeitet im, ich glaube, in Dortmund im Kaufhof, Karstadt, ne, Karstadt ist das, glaube ich, arbeitet er in einer Klinikabteilung. Und wenn ihr Fragen rund um Klinik habt, kann ich euch nur den lieben Sven empfehlen. Dem verlinke ich euch auch eine Infobox.
fällt mir nämlich gerade ein, das ist ein ganz, ganz, ganz lieber. Und der kennt sich wirklich mit Klinik aus. Also wenn ihr da Tipps braucht, fragt Sven. So, dann packe ich das jetzt hier weg. Dann können wir nämlich zur Dezemberbox kommen. So, und im Dezember gab es ja natürlich auch ein tolles Thema. Und ich muss sagen, auf die Novemberbox, okay, es war gut, war schön, super. Aber bei der Dezemberbox bin ich total eingeschmolzen, muss ich sagen. Denn diesmal gab es anstatt einer Box diese Schätzelein. Das ist eine Samtschmuckbox. Ist das nicht ein Hammer mit Spiegel, wie ihr sie sehen könnt? Also, es ist echt klasse. So sind die Sachen dann da verpackt. Ja, und das kann ich euch ja schon verraten, wisst ihr natürlich auch. Im Dezember letzten Jahres hat ja Mylilbox mit MAC zusammengearbeitet und da sind MAC-Produkte sind drin und die kann ich euch auch gerne zeigen. So, ich nehme das erste Mal hier so raus. Das ist total herrlich. Also alleine diese Schmuckschatulle ist das It-Piece überhaupt. Und ich finde, sowas kann nur Mylilbox. Ich bin nicht gesponsert von denen. Ich kriege von denen kein Geld, Leute. Aber ich muss echt sagen, wenn es eine Box gibt, dann ist es die Mylilbox, muss ich wirklich sagen. So, dann mache ich das hier ganz gerne auf. So, und da sind diese MAC-Produkte drin. Das ist zu einem einmal ein matten Lippenstift. Die Farbe heißt D for Danger 630. So, ich hoffe, der fokussiert auch. Hallo? Nein, natürlich nicht. Was ist denn jetzt los? Könnte. Ja, irgendwie will er nicht. Also, es ist auf jeden Fall die Nummer 630. D for Danger. So. Und dann haben wir von MAC noch diesen Monolidschatten in der Farbe Velux Pearl. Das ist dieser hier. Und da bin ich auch total mal gespannt, den auszuprobieren. Ich habe beides noch nicht ausprobiert. Bin ich total gespannt drauf, aber trotzdem. Und natürlich ein Produkt wieder von der Mylil Beauty Marke. Und diesmal gab es, was war da? Ein Make-up. Ein Make-up-Entferner Lotion. Genau. Genau. Mit grünem Tee. Da sind dann ja auch hier so, ich weiß nicht, ob man das, ja, wahrscheinlich, das kann man nicht so gut hier erkennen. Aber das ist ein Make-up-Entferner mit grünem Tee und sowas braucht man ja natürlich, damit man wieder von der Party beruhigt ins Bett steigen kann, weil es ist immer wichtig, sich abzuschminken, Leute. Immer. So, das packe ich mal an der Seite. So, und dann gab es noch was ganz Kleines, Süßes noch dabei. Noch ein It-Piece. Noch ein Lifestyle-Produkt und das finde ich so süß. Guckt euch mal das an. Da sind so Schlieren drauf. Also das ist das Einzige, was ich nicht so toll finde. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob die das mit Fallen gelassen haben oder so. Auf jeden Fall ist es so eine kleine goldene Spange und ich finde die eigentlich total süß, muss ich sagen. Also ich finde die echt putzig, ne? So würde das Sinn machen, ne? Würde das eigentlich gut aussehen. Ja gut, diese Abdrücke, das gefällt mir jetzt nicht so, ne? Aber an sich ist sie eigentlich ganz putzig und ich kann mich nicht beschweren, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die eigentlich habe ich die wirklich wegen diesem Schätzchen hier. Und das fühlt sich so schön an, samtig. Und ich finde die richtig, richtig schön. Also ich mag das Design und mag mich gerne. Und ich finde, die macht sowas Edles her. Also das ist echt super, super schönes Ding. So, dann kommen wir zu Januarbox. Genau. So, die Januarbox kommt. Da kam dann so verpackt. So, dann packe ich die hier mal auf.
Denn die kam auch diesmal so ein bisschen anders, nicht in der richtigen Box, sondern ja, ich nehme das mal das Ganze mal so raus. Ich versuche euch das mal ja, so vernünftig zu zeigen. Denn das Ganze kam so an. Also gar nicht in der Box richtig drin, sondern so kam das an. Ready, set, go. Und das, ja, es hat mit Sport zu tun und Fitness, das muss man wirklich sagen. Aber jeder weiß ja, der Januar ist ja immer so der fitte Monat. Ihr werdet das wahrscheinlich auch auf einem anderen Kanal oder so auch schon gesehen haben. Das wird jetzt nichts Neues für euch sein, aber ich habe mir einfach gedacht, ich warte jetzt ab, bis die Februarbox da ist und dann mache ich ein XXL-Unboxing und zeige euch dann alles. So, ich habe das jetzt hier mal aufgemacht. Och Mann, jetzt habe ich den Kalender kaputt gemacht. Das ist ein Kalender. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, okay, aber es geht halt bis noch, ne? Also man kann noch theoretisch das Ganze aufhängen und dann ist wirklich so eine ganze Jahresübersicht. Feiert die Feste, wie sie fallen, ja. Und dann, ach, ja. Also das kann man theoretisch aufheben, als Kalender nehmen. Ja, muss man aber auch nicht. Aber ich find's eine nette Idee. Ich find's eine nette, liebe Idee, das muss man sagen. So, und da war dieses hier dabei. Das sieht aus wie ein Turmbeutelchen, der offen ist und der von allen Seiten zu sehen ist. Und da schaut mich ja schon ein Schätzelein an. Ja, ein Batiste Trockenshampoo, Dermakontroll. Das soll wirklich sehr, sehr gut sein. Ihr könnt ja mal schreiben in den Kommentaren, wie ihr damit zurechtkommt. Ich muss sagen, ich verwende wirklich... Ja, sehr selten Trockenshampoo an. Ich weiß auch nicht, kenne jemanden in meiner Community, die total auf Trockenshampoos steht und die sehr auf dieses Produkt steht. Und da überlege ich, ob ich ihr das mal so ganz spontan in die Packstation liefere. Mal gucken. Überlege ich mir noch. So, das packe ich nochmal da rein. So, dann ist da natürlich wieder so ein kleines Kärtchen dabei, wo dann auch die Produkte dann stehen, die da drin sind. So, da ist dann ein Produkt von Mydal Beauty drin. Eye of the Shower. Cool. Nicht Eye of the Tiger, Eye of the Shower. Das ist ein Showergel, ne? Feuchtigkeitspflege und Reinigung in einem. Oh. Ein Duschgel, also wirklich, das Feuchtigkeit auch abgibt, mit Rizinusöl und Shea Butter. Ja, das ist ja klasse und vor allem so ein Pumpspender, ne? Also das ist ja echt das Beste, muss ich sagen. Ja, die Sonne ist schon wieder weg, ne? Die Sonne ist schon wieder weg, aber ihr könnt mich sehen. Und das nur mit Ringlicht. Juhu! So, und dann ist da noch ein Produkt drin, Story von Bybee. Strawberry Booster, 100% Cold Pressed Strawberry Seed Oil. Oh, das ist ja cool. Das ist ja echt toll. Bybee kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Habe ich noch nie was von gehört, von der Marke. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr die schon kennt. Da bin ich auch mal gespannt. Also wenn das nicht eine tolle Verpackung ist, dann weiß ich auch nicht. Cool. Super, probiere ich sehr, sehr, sehr gerne aus. Dann gab es natürlich auch noch eine Illustration dabei. Auf die Plätze fertig, Pause. Ja, die Übung werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt machen können. Okay, die Kriegerin kriege ich vielleicht noch hin. Die Göttliche mit meinem dicken Arsch garantiert nicht. Und das Faultier könnte ich auch noch hinkriegen. Da sind so drei Übungen drauf, die man dann halt machen kann. Total klasse, ne? Also das würde ich noch hinkriegen, das auch noch. Aber das hier, da kriege ich meinen dicken, fetten Arsch nicht hoch. Ne, absolut nicht. Und das Herzstück von der Januarbox ist diese Tasche. Ist die nicht cool, Leute? Die kann man super zum Sport nehmen. Die kann man auch im Sommer, finde ich, super zum Schwimmen mitnehmen, wenn die Badesaison wieder losgeht. Und ich freue mich darauf wieder, weil Wasser ist ja mein Element.
Und ich liebe es, wie ein dicker, fetter Wal im Wasser rum zu planschen und zu schwimmen. Und ist ideal. Aber die kann man auch gut zum Einkaufen, finde ich, nehmen. Also finde ich total super. Also die werde ich auf jeden Fall behalten. Die ist meins. Aber ich glaube, das Baptiste Trockenshampoo, ich glaube, da würde sich jemand freuen. Absolut. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt 20 Minuten gequatscht und jetzt kommt das Aktuelle aus der My Little Box, nämlich Polarstern. Das ist nämlich dieses Schätzlein. Ich habe es echt, ich glaube, das ist jetzt das dritte Video hintereinander, wo ich sage, ich gucke nie in die Kamera. Habt ihr einen Trick für mich, damit ich das endlich lernen kann, wirklich dahin zu schauen, euch anzuschauen? Her damit. So, ich öffne das Ganze mal. Da kommt natürlich oben. Ja, meistens ist das oben. Es kann aber auch unten sein. Hatte ich ja jetzt auch in den anderen Boxen. Diese Illustration, die immer dabei ist. Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters. Das ist aber schön. Das ist aber echt schön. Also, das hebe ich immer total gerne auf, muss ich sagen. Und dann gab es dann auch wieder so einen Aufkleber, den klebe ich mir dann immer im Deckel rein. Team Polarstern. Das ist ja süß. Ach, ist das knuffig. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Guck mal. Sind das Fäustlinge? Wettkampffäustlinge, die neuen Schneeballvormaschine, deine neue Schneeballvormaschine. Schön fest soll er sein, aber bitte nicht zu fest. Größe optimal. Es ist doch echt klasse, wie süß. Die sind ja spitze. Sorry, Leute. Guckt mal, sind die nicht putzig? Die sind ja echt süß. Ja, die kann man, denke ich, auch noch runter machen, aber sind die nicht süß? Die sind ja knuffig. Hallo. Hallo. Flusen. Hallo, hallo. Die sind überall Flusen. Die sind ja hübsch. Obwohl sie sind ein bisschen unpraktisch, ne? Aber ich finde es eigentlich schön. Eigentlich ist das auch ein schönes Gefühl, so ein Fäustling zu haben. Gerade beim Schnee ist das natürlich ideal. Ja, cool, die behalte ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die gebe ich nicht ab. Okay, was ist das? Staubt hier so ein bisschen. Oder beziehungsweise hier sind so Flusen davon. Deine Ringe sind in Freiheit. Oh, da gibt es Schreibfehler, wie ich hier sehe. Deine Ringe sind in Freiheit. Lieblingsringe erschwinden. Nein, verschwinden schnell. Ja, da fehlen echt zwei Buchstaben. Hä? Wenn du sie einfach liegen lässt, lass die Sucherei und schieb sie einfach auf deinen neuen Schatzhüter aus dem ewigen Eis. Sieht auch echt toll aus. Ups. Es denkt jemand an mich und küsst eine andere. Schatzi? Nein, Schatzi. Es ist Zeit auf der Arbeit. Der wird bestimmt keiner seiner Kunden küssen. Gott, das ist aber Mist. Ich habe das ein bisschen eingerissen. Ich hasse solche Verpackungen. Ich bin so ein totaler Grobmotoriker. Und die Spitze ist weich. Aber darauf kommt es ja auch nicht an. Ach, wisst ihr was? Ich reiß das jetzt auf. Ist egal. Ich reiß das jetzt auf. So, ich möchte jetzt gerne wissen, was das ist. Also, das wird wahrscheinlich sowas sein, wo man die Ringe dran backen kann. So gut eingepackt. Ja. Das ist ja cool. Und das ist auch so ein altbekanntes
Muster. Das sind so Muster, ganz ehrlich, da weiß jeder weiß da Bescheid. Das ist meine Lilbox und das ist das Tolle. Das finde ich klasse. Das kann man dann so hinstellen, da kann man dann die Ringe so drauf machen, die man tagtäglich nimmt. Das finde ich eine richtig coole Idee. Also das ist echt spitze. Und vor allem, es ist nicht Plastik. Absolut nicht. Und das ist das Schöne. Also das ist echt toll aus Keramik. So, und dann schauen wir mal. Oh! Ich habe ja keine Ahnung gehabt, dass sie mit Nyxus machen. Wie geil ist das denn? Ja, da werden sich jetzt auch wieder Leute aufregen. Aber hello, meine Haters. Hello, Bitches. Oh, wie cool ist das denn? Ein Micellar-Form-Cleanser. Ach, das ist so ein Schaum, ne? Wird das sein? Oh, wie cool. Übrigens. Ich finde das ja immer total lustig, wenn die Leute nix und nix nicht unterscheiden können. Also ist eigentlich ganz einfach, Leute. Nix ist dekorative Kosmetik und nix ist wirklich Körperpflege. Klasse. Da freue ich mich echt super. Ich habe so ein kleines Öl von denen. Ich glaube ein oder zwei. So Hair- und Bodyöle habe ich von denen. Okay, das ist eindeutig. Von dafür sieht man auch My Little Beauty. Sleep Mode. Ne. Was ist das? Kamille und Lavende. Ist das eine Nachtcreme? Hydrating Repair. Ja, ich denke, ich gehe da jetzt mal von aus, dass es das eine Nachtcreme ist. Cool. So sieht das Ganze aus. Gucken, ist das so geklebt? Okay, oh. Das ist wie so ein Gel. Okay, das ist ja spannend. Das duftet. Boah, das duftet aber schön. Oh. Das ist aber toll. Ja, und dann haben wir wieder so ein. Ach, da haben wir noch Sachen drin. Ach Gottchen. Da haben wir dann nochmal von NYX noch ein Produkt. Das ist Creme Gel Multi Correction. Okay, das ist dieses kleine Produkt. Das ist da auch noch drin. Cool. Und dann ist noch was drin. Übrigens, das sind diese Leinsäckchen, von denen ich gesprochen habe. Ne? Das sind immer ganz tolle Designs. Und mein Husten geht wieder los. Ich glaube, ich muss auch gleich mal was trinken. Okay, was ist das denn? Ach, ein Kabelschutz. Wie geil ist das denn? Ach, cool. So, das muss ich jetzt mal aufmachen. Ach, Gottchen. So, wie kriege ich das auf? Das ist wieder eine Fummelarbeit für mich. Fummel, Fummel. Many years später. So, Leute, Moment, ich muss das mal eben hier ein bisschen aufreißen. Oh, das ist nicht echt gut eingeklebt. Das ist aber echt gut eingeklebt. Also muss man echt sagen. Vielleicht komme ich hier an der Seite so ein bisschen. Ah! Mit Gewalt geht's doch. Das ist ja cool. Seht ihr das? Das ist ja echt cool. Das ist ja echt super. Guck mal. Wie geil ist das denn? Das ist ja echt klasse. Da könnt ihr dann hier, seht ihr, könnt ihr dann da das Kabel durchschieben. Das ist ja super. Das ist ja cool. Ja, Leute, das war's. Das war das Unboxing. Ich werde dieses Video Meidelbox über Instagram mal schicken. Ich muss echt euch mal was sagen.
Liebes Meidelbox-Team, ihr seid die absolut geilsten und ihr seid die besten überhaupt. Ihr schafft es jeden Monat, nicht nur eine Beauty-Box, eine Lifestyle-Box zu machen, sondern mich als Konsument total zu überraschen. Und dafür möchte ich euch mal danken. Das ist ja so geil. Auf solche Ideen muss man noch mal kommen. Und ich finde, ihr kooperiert echt mit den allerbesten Marken. Ich bin platt. Ich muss echt sagen, ich finde jede Box an sich total schön. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, dann nicht. Aber ihr wisst ja, es ist immer Content, ob es so ist oder so ist. Es ist Reichweite. Wup, wup, wup. Ich bin überglücklich. Ich bin echt überglücklich. Und ich kann gar nicht sagen, welche Box mir am besten gefällt. Liebes Meidelbox-Team, ihr habt es geschafft. Mir ging es heute Morgen sensational schlecht. Und ihr habt es geschafft, mich total aufzumuntern. Wie geil seid ihr denn, Leute? Hammer. Bleibt euch auf jeden Fall treu. Ich schicke den ganzen Meidelbox-Team einen lieben, lieben Gruß. Ihr seid die Allergeilsten und die Besten. Das ist echt Hammer. Diese Dinger hier, die finde ich auch so geil. Leute, ich bedanke mich. Ich freue mich natürlich über einen Kommentar, wie euch die Boxen gefallen haben. Schreibt auch gerne, ob ihr Meidelbox-Abonnent seid. Ihr seid die Besten. Das geht an euch, an eure Arbeit. Und ich finde gerade zum Beispiel sowas hier, zum Beispiel so Illustration. Dafür muss man echt ein Gespür haben. Das können nur Menschen machen, die wirklich ihre Arbeit lieben. Und ihr liebt eure Arbeit. Echt. Leute, ich bedanke mich für das Zuschauen. Wie gesagt, denkt an einen Daumen hoch, denkt an ein kostenloses Abo. Wenn ihr keines von diesen Videos verpassen wollt, dann aktiviert unbedingt die Glocke. Schreibt einen lieben, netten Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Videowünsche gerne. Ich bin überaus glücklich. Ihr habt es geschafft, meinen Tag zu retten. Vielen, vielen lieben Dank. Wow, ich bin begeistert. Leute, ich bin begeistert. Ich habe zwar selber bezahlt, aber ich freue mich wie ein kleines Kind. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, egal wann ihr dieses Video seht. Und denkt daran, wenn ihr die Meidelbox auch abonnieren wollt, guckt auch in der Infobox, da könnt ihr auf eure über den Link auch bestellen. Und dann, da ist nicht ein Link, da ist eine Zahl, die vierstellige Zahl, die ihr eingeben müsst. Und dann könnt ihr 3 € auf eure erste Box auch sparen. Und da gibt es aber keine Punkte oder so, ne? Aber da spart ihr wenigstens. Das gebe ich dann für euch weiter. Und Leute, macht das. Ihr müsst diese Box abonnieren. Ihr müsst es machen. Es führt kein Weg vorbei. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis dann. Tschüss.